So, da bin ich wieder. Nach einer langen Zeit habe ich es endlich geschafft, alle 6 Male zu öffnen. Das war das 6. Mal und ich habe es eigentlich noch nie geschafft. Ich habe noch nie die Geduld aufgebracht. Gut, ich muss sagen, ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen mit den Safe States gearbeitet. Es hat mir zwar nicht allzu viel geholfen, denn nach jedem Mal, bei dem man die Truhe geöffnet hat, musste man nochmal zurück zu den Geistern eine neue Nummer ziehen. Und wenn man es verkackt hat, also der da vorne hier da gelacht hat wie ein Irrer, musste man auch eine neue Nummer ziehen. Also ja, ich bin ein paar Mal hin und her gerannt. Und schließt sich die Truhe nochmal? Ja, okay, gut. Ich sage jetzt mal, was alles drin war. Es war einmal der Benommenheitsschutz, der Panikschutz, die magische Ego-Glocke. Zeige ich kurz. Wo bist du da? Magische Ego-Glocke, einmal ein Talisman und last but not least einmal 100 Gold am Schluss als 6. Mal und der ultimative Kriegsgott. Nehmen wir runter, hier. Schließzusatz. Ohne Verminderung von irgendwas, also besser als der Kriegsgott, denn es bleibt alles gleich. Einfach der Zusatz wird automatisch abgeschlossen. Und das ist geil. Ach ja, Herr Schell hat noch ein Dragoon-Level-Up. Nur so nebenbei. Aber hey, das Speichern. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich zu Kapitänskajüte, jetzt kann ich weiter. Das mit den Nummern, das war anstrengend. Das wirklich. Ja, fast eine Stunde oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht auch nicht. Egal. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich damit ein bisschen mit Safe States gemacht habe. Aber es spart mir Zeit und wenn es mir Zeit spart, kann ich mehr machen. Okay, ich muss hier oben durch. Und da noch in den Kampf rein, das muss so sein. Und ich war falsch, was den Tod angeht. Vielleicht haben wir ihn gleich gerade. Oder nicht? Nein, nur ein Skelett. Bei mir setzt auch diese Todesattacke ein. Hopp, hopp. Wie soll ich sagen, nachdem er Spirit sammeln gemacht hat. Dann hat er schon. Setzt er die schon ein? Hat mich überrascht. Aber gut. Ja, jetzt ist eigentlich nur noch Kong Ol, der einzige, der noch nicht auf Level 5 ist. Cool. Das ist ja cool. Ja, noch genommen. Perfekt. Passt schon. Ha. Ich weiß nicht, habe ich das schon erklärt, wie das mit dem Dragoon-Level geht? Also, man braucht eine gewisse Anzahl an Spirit Points, die man bei jedem Schlag sammelt. Und wenn man genug davon hat, steigt man ein Level auf. Das sind. Oh, Albert Level hoch. Passt. Gut. Bin zufrieden. Ha. Das sind sowieso, ich sollte. Eigentlich Albert das geben. Ja, denn Rose gehört dem Dunkelheitselement. Gut, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich glaube, ich lasse Haschel im Team. Oder soll ich Schaden reinnehmen? Hey, dumm. Dumm, 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 dumm. Kongol bleibt drin. Haschel tausche ich gegen Schaden. Denn beim nächsten Kampf werden wir Bekanntschaft mit ein paar angepissten Geistern machen, wenn ich es mal so formulieren darf. So, okay. Es geht irgendwie so. Na, fast. Ja. Bei den Dragons. Für den ersten braucht man irgendwie 100 oder 1000.
Die Zahlen weiß ich gerade nicht ganz auswendig. Schießt du auf den Tor? Nein, du schießt auf ein ehrlich. Wie viel Schaden machst du eigentlich? Ach, kaum was, aber okay. Reicht trotzdem. Ja, wenn die Spell Points sind, dann kann man so behandeln wie Erfahrungspunkte. Und je mehr Erfahrungspunkte man sammelt, desto höher wird der Level. Und das wären dann irgendwie am Schluss für den fünften Level dann die 20.000 Punkte. Also, wow! Kumpel, das hat Aua gemacht. Und zwar großes. 55. Ach, die hat diesen Bogen noch. Okay. Ja, nee, dann kann ich sie gleich wieder wegpacken. Obwohl für den Drachen. Ach nee, schon. Ich nehme Rose. Ja, ist besser. Ja, ist besser. Ah, ist offen, perfekt. Los, gut, du machst mehr, aber da hat 400 Lebensmittel. Hey, Gegenstand. Wie viele Heiltränke? 4. Hey, ja, einen kann ich verwenden. Sollte gehen, gut. Mal schauen, was uns erwartet. Hoppala. Oh, das Gemälde einer wunderschönen Frau. Es scheint die Königin irgendeines Landes zu sein. Oha. Uh-oh. Die Tür ist. Sie hat sich von alleine geschlossen. Ups. Wer bist. Wer oder was? Metron. Oh. Bitte helf mir. Es tötete Besatzung. Kindermädchen, Ritter, mich und die neugeborene Prinzessin. Es, das schwarze Monster. Oha. Was? Das hat das schwarze Monster gemacht? Wir konnten die Prinzessin nicht beschützen. Deswegen können wir nicht sterben. Bitte. Zerstört die Angst. Bitte gebt den Seelen der Ritter Frieden. Sie offen? Ihre Geister können nicht ins Reich der Toten hinübergehen. Es bringt Leute ohne Grund um. Oha. Truhe! Schlüssel! 100 Gold. Schlüssel, blinkendes Zeug. Schlüssel! Stardust? Nein. Ah, Porträtanschau. Toll. Diese Gemälde erinnert mich. Diese Ge Ja, dieses Gemälde erinnert mich an jemanden. Okay. Gut. Gehen wir wieder zurück. Nein! Ach, Mist. Egal, da können wir gleich den ultimativen Kriegsgott austesten. Naja, es gibt nichts viel zu testen. Angreifen und gut. ehrlich? Rose, du nimmst den Tod. Ha, herrlich. Einfach nur zusehen. Wunderbar. Hihi. Oh, komm, du darfst auch machen. Der macht schön Aua.
mal groß und stark. Rose braucht noch 400. Kongol braucht noch viel und da 1500 nur noch. Oh, cool. Ups, wow, Schwein gehabt. Ja, wenn man schnell genug ist, kann man sogar durch die Geister noch durchlaufen, während sie auftauchen, sage ich jetzt mal.